kam einmal mein ältester Sohn nach Hause, der war noch ziemlich jung, glaube zwischen 6, 7 oder so. Und er war ganz traurig, dass die anderen Kinder ihn ausgelacht haben. Ich weiß gar nicht mehr weshalb. Und ich habe ihm dann erzählt, du Giancarlo, warum lachen die Leute überhaupt? Und er so, ich weiß es nicht, es hat ihn mega verletzt. Und ich so, schau, ich erzähle dir mal einen Witz. Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. Und er so, ha, und ich so, ja. Verstehst du, das Lustige an einem Witz, die Pointe ist, dass etwas Unerwartetes geschieht. Etwas, was du nicht einfach so verstehen kannst. Und genauso ist es auch, wenn die Leute lachen. Die lachen, wenn Dinge geschehen, die sie nicht einordnen können, die sie nicht so recht verstehen. Man lacht nicht über langweilige Leute. Man lacht nicht über Leute auf tiefem Level. Man lacht nicht über Leute, die in der grauen Masse untergehen. Man lacht über Leute, die hervorstechen, die farbiger sind, die außergewöhnlich sind, die sie nicht verstehen können. Ausgelacht zu werden ist nichts Schlechtes. Ich habe dann auch gesagt, wenn sie lachen, haben sie dann Spaß? Und ich so, ja, nicht so, hey, lachen ist doch eine gute Sache. Tut es dir, tun sie dir irgendetwas? Die lachen ja nur. Und er so, ja, stimmt, stimmt. Und ich so, ja, lass sie doch lachen. Ist doch nur eine schöne Sache. Und mir geht es so ähnlich. Wie ich mich selbst fühle, mein Selbstbewusstsein, meine Selbstsicherheit hängt nicht von euren Reaktionen ab. Weißt du, ich mache das, was ich für richtig halte. Manche finden das lächerlich, manche finden das mega cool, manche finden es verwerflich. Aber für mich, meine eigene Moralität, meine eigene Einschätzung von dem, was ich tue und von dem, was ich bin, hängt nicht davon ab, ob andere darüber lachen oder es unterstützen. Weil ich habe längst die Entscheidung gefällt. Und wenn Menschen das zum Lachen finden, finde ich schön, dass sie unterhalten sind. Wenn Menschen das belächeln, finde ich schade, dass sie es nicht verstehen können und den Wert, den ich ihnen bieten kann, nicht daraus ziehen können. Wenn Menschen davon inspiriert sind, dann finde ich das mega schön. Ich kriege auch mega viele Nachrichten von Leuten, die sich freuen. Wie oft in den letzten paar Monaten hat mir schon jemand geschrieben, hey Peter, wegen dir habe ich mit Kampfkunst angefangen. Und wenn ich Leute so inspirieren kann, lasse ich mich gern den ganzen Tag lang auslachen. Ist mir sowas von egal. Die sollen lachen. Die Hühner gackern den ganzen Tag. Die Hyänen lachen auch. Aber letztendlich kommt es darauf an, was der Löwe macht. Oder was der Bauer macht dann mit den Hühnern. Also lachen die, die lachen. Und wir anderen, wir machen.